Willkommen zu einer neuen Folge vom Eurotruck Simulator. Heute wieder Auftragsfahrten. Zwei Stück stehen noch aus. Und zwar mit dem Iveco. Mal finden. Ich würde gerne so eine 100 Kilometer Fahrt ungefähr haben. Die sind relativ praktisch zum Testen. Rotterdam Cambridge 300. Lass mich verarschen. 500. Achso, das ist ja hier wegen... Okay, ich verstehe, wegen der Überfahrt. Ist das ein bisschen fehlerhaft? Liege Lille. Was haben wir denn hier noch Schönes? Birmingham, Rotterdam, ne, sind sie auf der falschen Seite, das will ich auch nicht. Puh, das dürfte schon zu weit sein. Ja, das ist auch aus England. Hier war, glaube ich, ein guter dabei. Ich will auch hier einen etwas besseren Truck haben. Dann nehmen wir den hier. 222 Kilometer. Das sollte passen. Hier ein schöner Ladebalken. Sieht aus wie die Niederlande. Obwohl wir in Belgien ist eigentlich. Auf Belgien gesetzt werden. Naja. Ist nun mal so. So schlau ist das Spiel nicht. Oh. Lag. Okay. Ausgeleckt. Irgendwie wieder Navi drin. Das bedeutet die Premium-Ausstattung hier drin. Oh, da sehe ich aber gar nichts, wenn ich da rumgucken will. Ich glaube, das macht der Sitzposition-Mod. Auch nicht so geil. Ich hier nicht mal schön zur Seite gucken kann. Oh, der hängt aber in der Ecke. Der Spiegel, um nach vorne zu schauen. Das Ding hat einen Sound. Ich würde mal eine Panzer sitzen. So ein sattes Brummen. So ein tiefes, sattes Brummen. Auch wieder mit dem Handy. Also mit so einem Steinzeitphone. Steinzeit. Durch den Sitzposition habe ich bestimmt auch die Stange da, so mit ich im Bild schön hängen. Hier war noch zu regnen. Ich glaube, der Mod mit der Sitzposition macht das nicht so geil. Der heißt sogar Sitzposition Mod. Falls ihn einer sucht. Ich glaube, der heißt wirklich genauso. Oder Kameramod, irgendwie so was in der Art. Einfach nur, dass man ein bisschen weiter hinten sitzt. Das finde ich eigentlich ja ganz gut. Aber ich glaube, in dem Talk passt das nicht. Gucken wir mal von außen an, hier so im Regen. Von außen finde ich die... Finde ich, sehen sie gut aus. Dieses schön runde Design. Oh Gott. Problem, wenn ich nach vorne gucke, wenn ich vorne gucke. Liege Airport. Oder Liege. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Iveco Stralis. Irgendwie sagt er mir nicht so zu. Von innen. Ich mag den von innen nicht. Von außen geht er. Da gibt es weitaus schlimmere. Und das Flugzeug im Hintergrund sah gerade so aus, als würde es gerade abstürzen. Hier kann man schön aus der Dachkamera fahren. Die habe ich auch manchmal ganz gerne. Denn mit den extra Spiegeln am besten noch. Dass du weißt, wie, ob du die da schön mittig fährst. Dann kann man das so ein bisschen an dem an der Dachluke hier erkennen, wo man ungefähr fahren muss. Uppala. Aber okay. Ganz ehrlich. Er sagt mir nicht so zu. Ein Fall verursacht? Wo kommt der denn her? Junge, hab gesehen. Tut mir leid. Muss ich bemerkbar machen. 70 darf ich mit der Fracht noch fahren? Naja, 20 km/h mehr oder weniger. Macht auch keinen Unterschied. Wenn ich hier immer diese hässliche
Matte da im Hintergrund sehe. Matratze. Oder Decke auf einer Matratze. Da würde ich irgendwann ja tot umfallen. Schrecklich. Es gefällt mir irgendwie nicht. Was soll ich dazu sagen? Mir gefällt der Innenraum nicht so gut. Da so die ganze Knopfwand, Schalterwand. Die Spiegel sind nicht ganz einsehbar. Ich will den Mod auch nicht rausmachen. Zur Seite gucken kann ich schlecht. Es passt irgendwie alles nicht so. Auch die Sicht nach vorne ist sehr eingeschränkt. Durch die kleine Scheibe hier nur. Ist die so klein oder wirkt die nur so klein? Die sieht noch nicht besonders groß aus von außen. Ist einer neben uns? Nee, sollte keiner sein eigentlich. Geht's nochmal total auf Nummer sicher, denn... Ich dachte gerade wieder. Unfall. Ah, Sabine konnte sich keine Ladung verschaffen. Okay, musst du leer zurückfahren. Sabine, du bist doof. Wie viel? Von minus 336. Naja. Ich sag einfach mal gar nichts dazu. Oh, da habe ich ein bisschen stark abgebremst. Keine Ahnung, wieso ich das gerade gemacht habe. Warum ich hier fast anhalte. Ich komme da natürlich auch nicht auf Tempo hier hoch. Also gerade dämlich. Irgendwie? Ich weiß nicht. Sagt mir auf eine Art nicht zu, auf eine andere aber wieder schon. Wenn ich mich hier so ein bisschen umgucke, da so die Spiegel schön aufgereiht hier. Die Tank ist ein bisschen nervig. Je länger man rausguckt, desto besser wird's irgendwie. Wenn ich den 1000 Kilometer voll hab, dann ist das mein Lieblingstruck. So nach dem Motto. Von außen sieht er sowieso cool aus. Durch diese rundliche Form. Er zieht aber nicht so geil. So ein kleines Manko an dem. Ist ein bisschen untermotorisiert. Ich glaube, den kann man auch nicht so hoch tunen. Also, da gibt es nicht so großen Motor im Angebot. Was natürlich ein bisschen nachteilig ist. Ich bin auch unschlüssig. Ja, bis jetzt auf meiner Liste, der Premium hat einen Haken, der Magnum hat ein Fragezeichen, der Scania hat einen Haken, der MAN hat ein Kreuz für Nein und der DAF hat auch ein Fragezeichen. Und ich würde sagen, Iveco kommt mit dazu mit einem Fragezeichen. Und ich sehe gerade, ich habe mir hier eine Themenidee aufgeschrieben für heute. Total verpeilt. Ich wollte ein bisschen über das neue Battlefield DLC reden. Interessiert euch bestimmt nicht. Ist mir egal, mache ich trotzdem. Erstmal Iveco. Oh! Jetzt würde ich aufhören. IW. Jetzt habe ich mich verschrieben. So, jetzt sieht es besser aus. Wir sind dann rumgestrichen. Oh Gott, muss öfter hochgucken. Können wir auch gleich eine Abbiegespur. Fragezeichen. So. Tja, das neue Battlefield DLC ist raus. Für Premium-User. Ich weiß gar nicht, wann das für Normalsterbliche rauskommt. Wollte ich gerade sagen. Nee, wenn das für Nicht-Premium-Mitglieder kommt. Ich bin Besitzer eines Battlefield-Premium-Accounts. Weshalb ich auch schon ein bisschen gezockt habe. Ein bisschen ist gut, also... Na okay, ich würde sagen so 20, 30 Runden. Ah, 30 Minuten so ungefähr. Wenn man die langen und kurzen so vom Durchschnitt her zusammenzählt, kommt das hin. Ja, sagen wir mal 20 Minuten.
Kommt schon einiges zusammen. 20 Partien, a 20 Minuten. Naja, ich muss sagen, bis jetzt das beste DLC. Die Karten sind einfach nur geil. Und ein Erdbeben auf Epicenter zum Beispiel, oh Gott, das ist der Wahnsinn einfach nur. Macht richtig Spaß. Und naja, es gibt 4 neue Karten, wie gesagt, 4. Okay, kriege ich alle hin. Tala Market. Wie schon gesagt, ein Markt mit so ein paar kleineren Gassen. Plus der große Markt eben. Und sonst eigentlich mehr so offen. Aber nicht sehr groß. Lässt sich das gut beschreiben. Denn Epicenter, das ist eine Stadt, zerstört. Da gibt's das für kurze Distanzen, für mittlere, für lange, das alles dabei. Wo Tala Market mehr so mittlere ist. Dann gibt es Asadi Palace. Wie schon der Name sagt, ein Palast. Der so in einer Stadt steht. So eigentlich schon fast dahinter. Und ich muss sagen, so im Conquest Assault Modus, also Sturmangriff, ist das mein neues Karkand. Ich find's besser als Karkand. Besser als Strike at Karkand. Die Map. Und die war schon geil. Deshalb würde ich sagen, Sadi Palace, meine Lieblingsmap. Auch in Rush ist die geil. Dann gibt es noch Markas Monolith. Und das ist mal eine geile Map. Eine Stadt, in der so der Hauptbestandteil ein Einkaufszentrum ist. Was man so zum Beispiel aus der Kampagne kennt. Mit verschiedenen Stockwerken. Natürlich schön zerstört, so wie alle Maps. Ist ja alles nach dem Erdbeben. Oh, lasst ihr mich durch? Danke, Leute. Wäre nicht nötig gewesen. Stand schon quer auf der Straße. Also, ein großes Einkaufszentrum. Man kann da über so viele Ebenen laufen. Das ist der Wahnsinn. Als Sniper irgendwo oben sitzen und einfach nur runter gucken. Das ist geil. Macht richtig Spaß. Oh. Guck, habe ich wirklich ein bisschen eng genommen, gebe ich offen zu. Und die hier alle stehen. Wo bin ich überhaupt? Bei welchem? Tradio. Okay. Noch ein Bagger dazu. Okay, ich dachte, ich bin gerade viel zu weit hinten, aber es geht ja sogar noch. Kann man einmal einschlagen. Oh, ich bin vielleicht doch an dem dran. Ne? Ja, der erste Eindruck ist meist der richtige. Oder der erste Gedanke ist meistens der beste. Hoppalala. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Steht. Ausgezeichnet. Wieder so um die 15 Minuten die Fahrt. Perfekt. Nicht so viel Punkte wieder, aber okay. Muss ja auch mal sein, hier so ein paar Tests. Hat, glaube ich, bis jetzt noch keiner gemacht. Ja, wir sind wieder in unserem MAN gelandet. Ich möchte aber wieder einen schnellen Auftrag haben. Und zwar den Volvo. Da, Volvo. Wir müssen nach hinten gehen. So. Rotterdam, Felixstowe. Ja, ist ein bisschen kurz. Das ist ja meistens nur darüber fahren. Rotterdam, Liverpool. Wir waren noch nicht in Liverpool, oder?
Oh, der sieht geil aus. Verona Torino. Das machen wir jetzt einfach mal, weil der geil aussieht. Ganz einfach. Skandinavischer Porsche. Das ist ein LKW eben. Ja, Premium-Ausführung. Sieht natürlich wieder schön scheiße aus mit diesem Lila. Aber okay. Dann sieht das Rot so hier an der Seite. Von außen. So, ist mal Scheinwischer an. Licht an. Wir müssen bessere Sicht haben. Und die Spiegel sind mal riesig. Ist ja unglaublich. So, einfach mal rumfahren. Passt schon, da wird schon keiner kommen. So. Interieurstechnisch Standard. Hier schön FH16 für das Modell. Oh, das geht nicht gut. Das war mir klar, dass das nicht gut geht. Ladung hat aber keinen Schaden gekriegt, also alles gut. Die Äpfel nur ein bisschen durcheinander geworfen. Vom Aussehen her gibt es aber weitaus schlimmere. Na, ich gucke mir den richtig an, wenn wir auf der Autobahn sind. Wenn ich noch hier hin und her fahren muss. Glaube ich ein bisschen besser. Oh. Bisschen eng. Aber die Premium-Ausführung brauche ich innen drin auch nicht unbedingt. Scheinwischer können wir ausmachen. Aufgehört zu regnen. So, ich weiß, ich habe gerade über Aftermath geredet. Das neue Battlefield DLC. Wurde gerade aber abgelenkt durch einen neuen Truck. Wo kommst du denn her? Scheiß toter Winkel. Der ist schrecklich. Ich war ja mal auf einmal einer neben uns. So. Hier ist mal ein bisschen... Hier ist noch nicht so gerade. Ich warte hier, bis ich im Abfahrtsbereich bin. Voila, nicht blinken. Ja. Der sieht schon nicht schlecht aus. Der hat Stil. Diese Globetrotter XL stört mich zwar ein bisschen, aber... Wuppala. Kann man nichts gegen machen, ne? Fährst du ruf? Wer fährt ruf? Natürlich fährt er ruf. Okay. Sieht cool aus. Von außen. Innen drinnen nicht ganz so. Aber okay. Da würde ich ein anderes Interieur nehmen. Ja, würde ich ein anderes nehmen, denn diese hier, diese lila... Griffe, die gehen ja mal gar nicht. Sich auch immer da einer gedacht hat bei. Ich entschuldige mich bei allen, wenn das nicht lila ist. Für mich ist es lila. So ein lila-rosa Mischmasch. Okay, wieder zurück zum Battlefield. Leider nur eine neue Waffe, aber die kann auch für mehrere zählen und macht die Klassen ein bisschen offener, würde ich jetzt mal so behaupten. Und zwar den X-Bow, die Armbrust, den Crossbow, X-Bow, je nachdem, wenn man bevorzugt, oder ganz klassisch deutsch Armbrust. Ein Schuss eben, nachladen, dafür leise. Und hat vier verschiedene Bolzentypen. Drei von denen muss man sich erst freischalten durch Aufträge. Wenn man das gemacht hat, kann man sie auf dem PC standardmäßig mit der Taste V durchschalten. Also es ist einfach nur Waffenmodi ändern. Und dann gibt es die normalen Bolzen. Standardbolzen. Die machen auf kurze Distanzen One-Hit, wenn man den oberen Teil des Körpers trifft, also Beine nicht mehr. Aber Kopf und Oberkörper eben. Dann
gibt es die HE-Pfeile, die High Explosive Pfeile. Die, wie der Name schon sagt, explodieren. Einkommen, 500 noch was. Sabrina, da macht sie wieder Plus. Freut mich doch. Minus von vorhin wieder gut gemacht. Also, die haben wie so ein bisschen C4 vorne dran und explodieren. Und mit denen kann man leichte Fahrzeuge, wie zum Beispiel ein Humvee, kampfunfähig machen mit einem Schuss. Panzer braucht man eben ein bisschen mehr. Aber auch zum Beispiel Jets, Helis und so weiter machen so ein bisschen Flächendamage, aber sind jetzt nicht besonders tödlich auf Infanterie. Danach gibt es noch die, die balancierten Pfeile, nenne ich sie jetzt einfach mal. Die sind gut für höhere Distanzen und verhalten sich so ähnlich wie eine Sniper, wie eine Patrone aus dem Scharfschützengewehr. Also One-Hit mit dem Headshot. So viel wie ich bis jetzt gehört habe. Ich habe die noch nicht freigespielt, also kann ich nichts dazu sagen. Aber das klingt interessant. Danach gibt es noch den Scan-Pfeil. Der funktioniert wie der Bewegungsmelder des Aufklärers. Man schießt ihn hin und er spottet da in so einem kleinen Umkreis für ein paar Sekunden. Ich glaube 10 sind das sogar. Leute. Dazu muss man sagen, der Umkreis, in dem er spottet, ist sehr klein. Und das macht ihn so gut wie unbrauchbar, würde ich jetzt mal so behaupten. Wenn man jetzt aber wissen will, bevor man im Raum reinläuft, ob da einer ist, ja, kann man so ein Ding reinschießen, kein Problem. Oder im Map-Bereich einfach mal gucken will, läuft da einer rum. Dann ist das Ding praktisch. Kann man natürlich auch als Sniper ein MAV mitnehmen, also diese Drohne, und mit der da einmal hinfliegen. Das geht natürlich auch. Aber das ist der coolere Weg. So, jetzt nochmal. Wie rüstet man den aus? Es ist ein Zubehör, also ist keine extra Waffe. Und nimmt verschiedene Gadgetplätze ein. Beim Sturmsoldaten, also beim Medic, ist es der Slot vom Medkit. Da sind die beiden Armbrustvarianten verfügbar. Wieso zwei Armbrustvarianten? Ich habe schon dagegen gefahren. Scheiße. Wieso zwei Armbrustvarianten? Das habe ich noch gar nicht gesagt. Es gibt eine mit dem Cobra Rotpunktvisier, also das Rotpunktvisier der Russen. Und eine mit dem 7-fach-Zoom der Russen. Das sind die zwei Versionen. Die kann man denn beim Slot vom Medikit auswählen. Wozu man beim Medic hat man da noch die Wahl zwischen dem Granatwerfer in seinen zig verschiedenen Varianten. Von Rauch bis Bug. Bug ist übrigens extrem geil. So eine Schotti mit 40 mm Projektil. Extrem geiles Geräusch. Aber total unnötig. Wollte ich nur mal so sagen. Danach natürlich noch dem LVG-Dingern, die erst nach einer Zeit explodieren. Mag ich sehr gerne, die Dinger. Macht richtig Spaß. Diese Bouncing Granates, würde ich die mal nennen. So einfach frei Schnauze. So, gibst du Gas? Bitte gib kein Gas. Weil wenn du Gas gibst, gib richtig Gas. Denn ich würde hier gerne rüber. Naja, sagen wir mal, verharrt an der Grenze. So, weiter geht's. Also natürlich gibt es noch das M26 Mass
Start und was das Ding sonst noch so hat. Die Schotti, die Unterlauf-Schotti, die größte, die mal sehr überpowered war. Keine Ahnung, wie das jetzt mit dem Ding aussieht. So, beim... Gehen wir mal weiter mit der Reihe. Als nächstes müsste der Pionier kommen. Kreditraten wurden gezahlt. 5.700 Euro. Ja, das ist sehr viel. Zu viel. So, Pionier. Da geht's nicht auf den Werkzeugslot. Da geht's auch auf den dritten. Und zwar ist das die der Raketenwerfer. RPG bzw. SMAW, je nachdem, ob man Russe oder Amerikaner ist. Beziehungsweise Igla oder Stinger, was man gerne hätte, Anti-Tank oder also Anti-Vehicle, sage ich mal lieber, oder Anti-Air, beziehungsweise die Javelin, die gibt's ja auch noch, und die ist ja beides. Die konnte sich nicht auf irgendwas festlegen, die musste besonders sein. Dann gibt es für den Versorger das Munitionskit immer noch, denn es geht auf den Platz von Seville, Claymore und Mörser. Also da auf die vier. Munition bleibt erhalten, was gut ist. Es gibt so schon wenig Munition. Versorger werfen die Munition und das ist gut, dass die zumindest behalten, dass sie zumindest mal könnten. Aber da verliere ich mein schönes C4. Auch nicht geil. Dann beim Sniper. Leider nimmt es nicht das Funkfeuer weg. Die Spawn Beacon. Es nimmt den Bewegungsmelder weg. Und, Bewegungsmelder? Hallo? Ich lasse mir doch nicht mal Bewegungsmelder wegnehmen. Weshalb das für mich eigentlich nur als Pionier in Frage kommt. Die Waffe den zu benutzen. Vielleicht noch als Supporter. Aber sonst finde ich die Wechsel nicht so gut. Das andere würde ich lieber behalten. Ich habe ihn jetzt erstmal so ein bisschen als Sunny gespielt. Nur sagen, ist jetzt nicht so mein Fall, aber okay. Wenn den einer spielen will, soll das machen. Auf jeden Fall hat man die Möglichkeit dadurch auch als Sanitäter oder eben Sniper Fahrzeuge zu zerstören dank den Explosionspfeilen. Als Pionier hat man zum Beispiel auch die Chance, Ziele über weitere Distanzen auszuschalten, was ja mit Karabinern ein bisschen schwierig ist und mit MGs auch. Da geht's immer noch, geht's glaube ich noch ein Ticken besser als mit Karabinern. So von der eigenen Erfahrung. Aber das soll jeder selbst für sich entscheiden. Wir haben ja beide laut DICE im Battlelog die gleiche effektive Reichweite. Und dann, wenn man einfach mal auf den Bogen switcht mit Scope und den Long-Range-Pfeilen oder Bolzen sind das ja, sind ja keine Pfeile in der Armbrust, dann kann man schon mal so einen Sniper von hinten wegholen, der ein bisschen nervt. Zum Beispiel. Oder auch den Humvee zerlegen, der da so vorne rumsteht und ein bisschen rumballert. Beziehungsweise den Wotnik. Oder Phoenix und Basuk? So wie die... Ne, Phoenix. Oh, Phoenix ist, glaube ich... Doch, Phoenix. Reno ist das zivile Ding. So wie die neuen Fahrzeuge da heißen. Der Phoenix ist ein umgebauter Humvee mit Granatwerfer und MG. Also drei Leute passen da rein. Einer fährt, einer hat ein MG, einer hat einen Granatwerfer. Und das andere, der Basuk, ich glaube, dass er so heißt, ist der Wotnik, der Gas Wotnik, mit der gleichen Ausrüstung. Dann gibt es noch den Reno, das ist sowas, ja, wie ein Familienvan, wo der Fahrer das MG bedienen kann.
und da noch welche drin sitzen, die auch mit ihrer Primärwaffe schießen können. Die aber deshalb auch eben getroffen werden können. Ist gefährlich da drinnen. Aber genauso wie in Phoenix und Basel. Denn ist man ein Schütze, guckt man oben raus. Was heißt, man ist total anfällig für Pistolenkugeln. Oder MG-Kugeln oder Sturmgewehr, Karabiner oder was weiß ich für eine Kugel. Weshalb man sich ganz leicht mal ein bisschen Kopfschmerzen holt, weil da so eine Kugel reinfliegt. Deshalb finde ich die ein bisschen zu schwach. Denn wenn so ein Ding ankommt, hältst du oben rauf und der Schütze ist tot. Das ist vielleicht nicht ganz so gute Designidee von DICE. Aber vielleicht werden die anders auch überpowered. Oder overpowered. Man sagt das ja Englisch. Habe ich kein Problem mit. Ich mag Englisch sowieso lieber als Deutsch. Hoppala, habe ich an der falschen Seite geblinkt. Hat keiner gesehen. Ne? Ich habe richtig geblinkt. Muss keiner gesehen. Nee, ich habe gar nicht geblinkt. So, alles gut. Auf jeden Fall, Bogen ist nicht überpowered, so wie manche befürchtet haben. Der passt gut ins Spiel. Aus meiner Sicht zumindest. Kann ja jeder anders sehen, wie er will. Ich habe den zumindest kaum gesehen. Ich fand ihn nur auf einer Map in einem Spiel extrem nervig. Denn es gab ein DICE-Event, auf bestimmten Servern 20 Kills mit dem Ding zu machen. Da kann man nämlich so ein Gaming-PC gewinnen. Oh Gott, ey, wie viele auf diesem Server mit der Armbrust gespielt haben, auf den ich draufgekommen bin. Das war einfach nur durch Zufall bin ich auf so einem Server gelandet und wenn fast das ganze Gegnerteam mit der Armbrust spielt, dann wirst du verrückt dabei. Das ist der Wahnsinn. Total nervig. Empfehle ich keinen von euch. Um Gottes Willen, nein. Denn ist das sehr nervig, wenn das halbe Gegnerteam mit dem Ding spielt. Den könnte man sogar overpowered nennen, wenn 30 Pfeile an dir vorbeizischen. So krass war es jetzt nun nicht. War nur ein 32-Mann-Server. Aber wenn dann schon 2, 3 Pfeile an dir vorbeifliegen, du bist so suppressed, also so niedergehalten. Minus Einkommen von Sabrina wieder mal. Was macht die denn? Kann doch nicht sein. Was macht unsere andere Fahrer überhaupt? Von dem kommt gar nichts mehr. Ah nee, wir haben nur einen Fahrer. Tut mir leid. Falscher Spielstand. Wir haben ja nur sie. Der zweite soll ja mein Mercedes kriegen. Wenn ich mich auf einen neuen Truck einigen kann. Was ich definitiv tun werde, denn müssen wir mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen. Sonst ist das ja ein bisschen einfach. So, jetzt nochmal hier schnell durchhacken Battlefield. Neuer Spielmodus, Scavenger. Man hat nur eine Pistole. Und die Waffen findet man auf der Map. Das ist ein bisschen kleinere Version von den Karten. Ich finde den Modus total cool. Kann manchmal ziemlich hektisch sein. Und ja, ich bin dagegen gefahren, ich weiß. Das ist aber nicht mein Truck. Das hat mir so was schon scheißegal ist. Solange die Ladung keinen Schaden genommen hat. Also, man hat eine Pistole und es liegen Waffen rum. Hier sind 3 Level aufgeteilt. Level 1. PDWs, also Personal Defense Waffen. Stufe 2 sind Schrotflinten überwiegend. Kann aber auch zum Beispiel der Bogen sein. Und dann gibt es noch Level 3, das sind die MGs, Karabiner und so weiter und so fort. Also die geilen Waffen. Des Weiteren Sniper sind noch Gruppe 2. Unser schöner Mercedes. Ha. So, erstmal Volvo. Mir gar nicht so viel zu dem gesagt. Fuhr sich gut. Schön locker.
Volvo. Ich mach mal auch einen Haken hier. Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, wenn ich nehme. So, Scavenger, cooler Modus. Mag ich wirklich sehr. Auf jeder Map gibt es noch eine Munitionskiste, wo man sich die auffüllen kann. Denn wenn man eine Waffe aufhebt, hat die nur zwei Magazine. Bei P90 und MGs und PP19 nur eins. Die anderen haben 50 Schuss, die anderen haben 100 Schuss. Also die MGs 100, die anderen beiden 50. Das wäre ein bisschen viel. Wenn die noch ein Magazin dabei hätten. Okay, auf jeden Fall cooles DLC, absolut empfehlenswert. Auch wenn es keine neuen Waffen gibt, die Karten sind geil, das Spielgefühl ist geil, Scavenger ist geil. Die Armbrust finde ich nicht so geil, aber viele finden die geil. Also würde ich mal sagen, morgen gibt es einen neuen Truck. Da verschwindet unser Mercedes, mit dem wir fast 20.000 Kilometer gefahren sind. Gucken wir mal im Firmenmanager kurz rein. Das können wir nochmal schnell machen. Minus pro Kilometer. Was machst du denn? Frauen am Steuer, das ist der Wahnsinn. Das kann gar nicht gut gehen. Ruht sich aus. Ja, komm. Was ich hier am Tag plus mache. Obwohl ich jetzt nur so eine Quipfahrten gemacht habe. Ich kann mir keine Strategie geben. Grundgehalt 700 pro Lieferung. Und ich krieg 300 pro Lieferung. Alter, ich fühle mich unterbezahlt. Okay. Ich würde mal sagen, das war's jetzt wirklich für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Da wird ein neuer Truck gekauft und eine kleine Route mit dem gefahren. Denn ich glaube, ich brauche dafür ewig, falls ich überhaupt noch eine Route schaffe, den anzupassen, zu lackieren und alles. Der wird komplett auf mich zugeschnitten. Ich brauche da mal ewig für. Kleiner Perfektionist. Also, bis morgen, Leute. Ciao.